So, nochmal sonnige Nachmittagsgrüße hier aus dem Süden Deutschlands. Die Sonne scheint, es wird Zeit fürs Wochenende. Nichtsdestotrotz handeln die US-Märkte natürlich bis 22 Uhr weiter. Der DAX, ja, volatil abwärts, dann jetzt wieder auf Richtung Schlussstand bzw. Eröffnungsstand von heute Morgen. Also es ist eine wilde Wolla zu sehen. Bei den US-Indizes gab es Gleiches. Bezüglich der Arbeitskosten, die hier schwach ausgefallen sind, das war eine Situation, die es so nicht voraus zu sehen war, und das sorgte an den Märkten hier für eine gewisse Katerstimmung. Dann die anderen Meldungen, die kamen, ja, die trübten das Bild hier weiter ein, und insofern konnte der Index, sage ich schon, der US-Markt, und wir schauen jetzt hier speziell auf den US-Technologiesektor, das ist hier in dem Fall der Nasdaq 100-Index, der hier zunächst dann eben ja, euphorisch nach den Marktdaten nach oben schoss, eben vor dem Hintergrund, dass hier wohl Leitzinsentscheidungen in Sachen Anhebung hier weiter nach hinten rausgeschoben werden, da die Wirtschaft ja wohl dann doch hier noch eine Verbesserung in Sachen längerer Zinsniedrigpolitik erfahren dürfte. Schlussendlich hat der Index hier die Vorfreudegewinne, die wir hier in der 24-Stunden-Indikation sehen, hier im M15-Chart sozusagen wieder relativiert. Nichtsdestotrotz macht sich der Index jetzt aktuell wieder auf, ein Stück weit nach oben zu ziehen, und ist schon wieder aktuell hier über das Vortageshoch rausgezogen. Im Schnitt, wie gesagt, ist interessant, dass wir hier ein Stück weit, wenn wir die aktuelle Tageskerze der Indikation sehen, noch Potenzial haben nach oben, hier im Bereich bis zu 4.640 Punkten. Auf der Südseite wäre das das Level von 4.566 rund. Und wenn man sich hier den Chartverlauf anschaut, dann deutet doch vieles, wenn wir uns über dem Vortageshoch halten können, hier auf eine weitere Performance hin. Schalten wir jetzt mal dazu zu der klassischen Guidance-Analyse, die wir auch gestern hatten zum Nasdaq 100. Und da wurde zugegebenermaßen hier das Widerstandslevel um 4.585 Punkten als mögliche Pullback-Zone betrachtet, die dann den Index hier in die Knie drücken hätte können. Das wäre technisch eine sehr schöner Rücklauf gewesen, um dann hier gegebenenfalls wieder nach oben aufzudrehen. Wir sahen aber hier, dass der Ausbruch am frühen Nachmittag dann noch erfolgte, beziehungsweise am späten Nachmittag, am frühen Abend, der Index dann entsprechend hier ausbrach und seither sich, bis auf die Volatilität, die wir hier vorbörslich sahen, jetzt mehr oder weniger seitwärts bewegt. Aber der Startschuss für eine weitere Performance wurde gegeben, und oberhalb des Vortageshochs, und wir können hier diese Unterstützung jetzt, beziehungsweise diese jetzige Unterstützung, deren frühere Widerstand, das können wir jetzt hier praktisch bullisch herauskristallisieren, dass oberhalb dessen, wir hatten es ja vorhin, 4.640 Punkten in Sachen der True Range möglich wären, aber das sieht bullisch aus, das dürfte hier eigentlich weiter nach oben gehen, wenn ich mir den Chartverlauf so anschaue. Kleine Rücksetzer wären hier im Prinzip Intraday-Kaufgelegenheiten. Der Markt aber scheint sich hier jetzt nicht nach unten drücken lassen zu wollen, und insofern hat sich hier das Bild positiv gewandelt. Mit dem Ausbruch, mit dem gestrigen Ausbruch schon, war hier ein Stück weit die positive Fortsetzung zu erwarten, die ja bislang auf sich warten lässt, aber wir ziehen ja hier wieder in Richtung Tageshochs aktuell an, und das deutet hier dementsprechend eine weitere Performance nach oben an. Sollte also hier noch nicht vorbei sein. Ich kann jetzt auch hier kurzfristig noch zwei Trendlinien in den Chart ziehen. Einmal die primäre und hier eine sekundäre. Wenn wir keine neuen Tiefs machen, dann wäre das hier mal ein Anhaltspunkt, um zu sagen, okay, wie könnte denn jetzt hier die weitere Reise verlaufen? Natürlich, wir haben Wochenende, wir müssen sehen, was dann am Montag, gerade dann im asiatischen Handel ab dem Montag dann noch passiert. Aber rein tendenziell wäre das hier eine mögliche Entwicklung, die wir jetzt hier präferieren dürfen. Plan B wäre, wenn wir doch wieder eine stark schwarze Kerze haben, Ausverkauf deutlich unter 4.585 einsacken, dann würde ich hier das Level von 4.575 Punkten als solches nehmen, was hier eine Gefahr nach unten veranschaulichen dürfte. Aber das sehe ich, wie gesagt, jetzt hier aktuell nicht als das präferierende Szenario aufgrund des gestrigen Ausbruchs. Gut, schauen wir neben dem Stundenchart jetzt nochmal auf den Tageschart, und hier, um hier zum Wochen- und Monatsabschluss auch nochmal ein Fazit zu ziehen. Die Märkte, beziehungsweise der Nasdaq 100 hier vielmehr schön nach oben rausgelaufen. Das Allzeithoch bei 4.816 Punkten wartet weiterhin auf Erreichung. Mit dem Rücklauf, mit dem jüngsten Rücklauf der jüngsten Schwäche, hier aber mit den aktuellen Geschehnissen der Handelswoche des laufenden Monatsabschlusses hier vom Juli, sehen wir, dass der Index sich hier am 38er 50er Retracement hat fangen können und
Im Prinzip ist jetzt eigentlich der Weg nach oben frei. Wenn es kurzfristige Rücksetzer gibt, die nie auszuschließen sind, dann kann der Markt natürlich hier unter Umständen eine Konsolidierung nochmal bis 4.550 vollziehen. Das ist allerdings kein Muss. Wäre dann hier allerdings auch wieder als Pullback zu werten, sofern der Index hier dieses Level nochmal als Unterstützung anläuft, sollte er sich hier tunlichst fangen. Auch hier können wir den kurzfristigen Aufwärtstrend vom letzten Tief ausgehend mal einzeichnen, was sozusagen hier ein Stück weit eine Stabilisierung darstellen dürfte, darstellen könnte, wenn es denn dazu kommt. Aber alles in allem sieht das jetzt eigentlich für den August-Start nicht schlecht aus, sodass der Index hier grundsätzlich jetzt weiter anziehen sollte und die letzten Verlaufshochs durchaus ansteuern könnte. Mit oder ohne zwischengeschaltete Rücksätze am Montag, das bleibt mal abzuwarten. Aber rein technisch sieht das hier schon mal so aus, als würde es hier weiter nach oben gehen können. So. Das zum Nasdaq 100. Wenn Sie noch Fragen oder Wünsche haben, dann ruhig unter dem jetzigen Post der Sendung reinschreiben. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt schon mal vorab ein sonniges Wochenende. Entspannen Sie reichlich. Nächste Woche wird es wieder spannend im neuen Monat. Und mit der Tendenz eben, dass hier die US-Indizes weiter nach oben rausziehen, wollen noch mal sehen, ob das so bleibt. Das aktuelle Chartbild sieht wieder konstruktiv und vielversprechend aus. Insofern lassen wir uns mal überraschen, was da noch folgt. Also in diesem Zusammenhang ein schönes Wochenende nochmal vorab und beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer. Ciao dabei.